Servus und moin moin, liebe Leute. Ja, heute Sonntag, 24.12. Es ist Weihnachten, auch wenn unser Kalender hier auf dem Hof das nicht unbedingt zeigt. Aber wir hatten leichte Probleme, den Schneeball zu zaubern. Jetzt ist er da. Und wir wünschen euch bei dieser kleinen Sonderfolge für Weihnachten natürlich viel Spaß. Ruhige, besinnliche Feiertage, wie immer ihr die auch feiert. Und ja, kommt gut ins neue Jahr. Bis dahin werden wir uns vielleicht dann doch nochmal sehen. Und ich gebe weiter an den guten Gameplays. Ja, und damit auch hallo und herzlich willkommen zu dieser etwas außergewöhnlichen Folge, die wir hier heute haben. Ja, ich wünsche euch auch frohe Weihnachten, habt ein paar schöne Feiertage und so lange ist ja auch nicht mehr, bis wir uns hier live sehen, spätestens im Januar. Und ja, heute mal ungewöhnlich im Winter, Uli knüppelhart mit T-Shirt bei fetten Minustemperaturen. Bist wie gesagt, du ja auch noch? echt bin ich noch? Oh. Ja, bist noch mit Da T-Shirt, könnte aber man sehen, was wir für wir knüppelharte Bauern sind. So. ne, was dann echt ein Landwirt ist, der lässt sich von so ein bisschen Schnee jetzt nicht den Tag verderben. So, Genau. wir haben hier so einen kleinen Bauernmarkt, Weihnachtsmarkt für euch Unsere Schneemänner aufgebaut, sind Leute. weg, ne? Ah, Also, es hatten wir Schnee mehr. Sind die geschmolzen, verdammt? wir hatten eigentlich auch Schneemänner. Oh, wir hatten Schneemänner und die sind tatsächlich geschmolzen. Genau, und wer sich jetzt Ach wundert, Mensch. dass wir jetzt so viel Kohle haben, wir mussten natürlich, wir waren im Juli oder August, ne? Wir mussten natürlich bis Im Dezember, August, dass das ja. auch so ein bisschen passt. Ja gut, jetzt haben wir Januar ein bisschen vorskippen. Wir hätten rein theoretisch noch mal bis Dezember durchschlafen müssen. Aber zum einen wäre das unfair gewesen mit der Kohle, weil dann hätten wir Kohle hier gehabt, die uns gar nicht verdient hätten. Und die Zeit, alles kostet ja Zeit. So, lass uns hier mal ein bisschen schauen, was wir denn hier alles Schickes haben. Hier die Lebkuchen, Herzen und Häuschen. Ja. Aber ich würde sagen, wir holen uns erstmal hier ein lecker Glühwein, oder? Eier, gibt es hier Eierpunsch? Ja, es ist Glühwein eine gute haben wir Frage, hier. aber es gibt hier auf jeden Fall irgendwas hier. Ist Ja. der Grüne nicht immer alkoholfrei gewesen? War das nicht immer so? Ach, Ja, guck ich mal gucke hier, den Gelb. du kannst hier auch eingießen. Objekt aufnehmen und ich habe aber nichts in der Hand. Habe ich bei dir was in der Hand? Nö. Okay. Doch, Moment, da hinten ist eine schwebende Tasse. Das ist gut, weil ich Alkoholfrei. sehe sie nämlich auch nicht. Oh ja, ich mache mir mal hier so ein Bei dir plätschert was. frisches Töpfchen. Ach da! Ja, ich sehe es gerade. Jo, Tatsache wird fertig gemacht. Jetzt, okay. Pass auf, dann muss das so ja auch, ne? Es plätschert und füllt sich die Tasse? Ja. Nee, meine nicht. Doch, die wird einmal voll. Moment. Ja, die wird voll. Und wenn ich nächste Mal draufklicke, dann ist er wieder leer. Dann habe ich ganz schnell getrunken. So. Ich würde sagen, Prost, Leute. Ah, jetzt hier, guck an. Guckst du, wie zwei Bauern sich über so Kleinigkeiten freuen können? So, Genau. ist natürlich nicht so ein schickes Wetter. Ist reichlich bewölkt, leider. Weißt du, frei. Aber ich glaube, Wolken gehören zum Schnee dazu. Ne? Kein Schnee, keine Wolken, kein Schnee. Oh, lecker Bratwurst. Ich frage Hier, mich, warum aber wir hier lecker keine Beleuchtung Bratwurst. haben. Sind wir da, müssen wir da in der Uhrzeit irgendwo anders? 8:34 Uhr bin ich irgendwo. Ja, dann gehen wir auf Aber leuchtet. 18:34 Uhr. Lass mal Aber die Zeit schnell laufen. Die müssten es doch eigentlich leuchtet leuchten, doch. die Dinger. Die leuchten doch. Bei dir leuchten die? Hier die Die Häuschen, die Rentier, also leuchten, die hier? Leute. Nee, verdammt, du hast recht. Unsere Rentiere leuchten nicht. Ja. Schalt mal die Zeit ein bisschen schneller. Vielleicht leuchten die abends. Wie wollen wir die Zeit einstellen? Müssen wir Im gucken, wo ich Menü hier bin. X5 oder sowas ist, glaube ich, gerade Standard. Oder X3 hast du da irgendwie bei der Zeit. Falschen Menü. Hier muss ich mal rein. Einheiten, Einheiten, Einheiten.
Genau. Steuerung, Lautstärke nie. Ja, Leute, das hätten wir auch alles vorher machen können, falls damit jetzt jemand argumentiert. Aber wir haben heute auch nur begrenzt Zeit, wo wir was aufnehmen. Und wenn wir jetzt nicht angefangen wären, hätten wir euch Weihnachten sowas hier nicht liefern können. Ich mache mal eben 15-fache Zeitskalierung. Knall ruhig auf 100 hoch, also ganz nach links rüber. Bei 1, 0,5 und dann hast du das Schnellste. 15 reicht nicht. Ja, mehr gibt's nicht. Achso, Moment. Moment. 120, 240, Echtzeit. 360, da 300. haben wir es genau. So, und So, sag mal bisschen. dann müssten die Dinger ja gleich hier irgendwann mal angehen. Ich denke mal abends. Jetzt haben wir 10 Uhr. Jetzt verziehen sich auch die Wolken. 11 Uhr. Unsere Hütten leuchten aber trotzdem. Die leuchten durchgehend, genau. So. Deswegen lassen Sie mal hier 12 Uhr. handgefertigt, Leute. Alles handgefertigt hier. Oh, Außer die. jo. Man wollte hier so ein nettes, na, willst du wohl? Ja. Da hatte ich auch Hier mal so einen ein Kollegen, der hat nettes sowas auch Brennkorn. gemacht. Und auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Oh, der Schnee ist weg. Wir haben den. Der Oh Winter nein. ist vorbei. Nach nur 6 Stunden Spiel. Ach Was ist Leute, das so denn geht für ein das. Beschiss? Leute, so geht das hier. Was ist das denn? Ach komm, dann haben wir halt so einen trüben Weihnachtsmarkt wie jetzt hier im Moment. Ne? Ist ja auch eher regnerisch statt verschneit. Jetzt muss man auch gucken, dass die Dinger mal gleich irgendwie leuchten. Und das wollen wir So. uns aber auf jeden Fall angucken, Gleich bevor wir 18 dann die Uhr. Zeit. Auch um 18 Uhr leuchtet hier leider nichts. Das ist echt komisch. Ja, dann kannst du die Zeit, glaube ich, wieder ganz normal stellen, ne? 19 Uhr. Ne, hier leuchtet nichts. Nee, da leuchtet nichts. So, Ja, Dings und laut Top Mod hätte 105. es leuchten sollen in verschiedenen Farben, Leute. Vielleicht Schade. müssen wir noch ein paar Glühwein trinken, bevor das anfängt zu leuchten. Dann leuchten hier noch ganz andere Ja, Sachen. ne? So, was wollen wir denn hier? So lecker Bratwurst, Oh Pommes haben wir ja, hier. oh ja. Schön lecker Bratwurst. Die gibt es Und übrigens den guten, Weihnachten, und den guten, da und wird den hier, gegrillt. Leute. Den guten Farmsnack. Ja, genau. Tütenweise zum Mitnehmen. Und hier können wir uns lecken. Hier können wir uns gucken, noch mal schön hinsetzen. Was macht ihr denn Weihnachten, Leute? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den 24. verbracht habt und die restlichen Feiertage, was bei euch noch ansteht. Eher ruhig und besinnlich oder macht ihr Party? Also Moment, eins wollte ich euch noch zeigen. Wo haben da unsere Bäume machen nur Jetzt, Weg. ja, da habe ich doch gerade drauf gewartet, genau. Ey, Bombe ist aus. Musik ist weg. Ah, jetzt. Happy New Year. Okay, noch. Und wie auf Kirmes, merkt ihr was, gehe ich einen Schritt nach links, behalte schon den nächsten Baum. Ja. Ach, du bestimmst die Musik. Ah, okay. Nee, weiß ich nicht. Wenn du Doch. weitergehst in die Richtung. Ja, sobald du weitergegangen bist. Ach nee, doch. Nee, stimmt. Weil die Bäume, die machen verschiedene. Okay, die hier sind stumm. Ja,
Hat so ein bisschen Kirmes-Charakter, ne? Aber So ein okay. bisschen, ja. So ist nur ein kleiner Markt, den wir jetzt auf die Schnelle aufgebaut haben, aber hey, was sehen wir? Hier gibt es dann auch nochmal den guten Farm-Snack. Genau. Ja, wir wollten es einfach ein bisschen weihnachtlich haben, statt hier auf dem blanken Feld zu stehen und euch damit dann frohe Weihnachten zu wünschen und sowas. Mal ein bisschen Abwechslung, ein bisschen was anderes. Uns wird es natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Jahr auch wieder voll mit dabei seid, wenn wir wieder richtig an die Arbeit gehen hier. Genau. Und versuchen unseren Müll vom Vorjahr wieder wegzuräumen, hier zum Beispiel den Weihnachtsmarkt. Ich war ja wieder so clever, habe ich gerade gesehen. Ich war ja so clever. Ich hab ja hier genau in unseren kleinen, in unseren Oh, Karte. Oh, guck mal. Ne? Unsere ja. Bäume sind gewachsen. Die sind in ein paar Monaten Wartezeit. Jo. Gerade eben gar nicht gesehen, stimmt. Ja, Leute, hier, da seht ihr schon, es geht langsam auch hiermit voran. Das heißt, unserem Tischlereigewerbe und Holzfällergewerbe steht dann auch bald nichts mehr im Weg. Es wächst und gedeiht. Und da freut sich euer Oli ganz besonders drauf. Oh ja. Und die Schneemänner sind übrigens wieder da. Tatsache, ja? Geht heute also wirklich nur eine kurze Folge, um euch frohe Weihnachten, schöne Feiertage zu wünschen. Ja, weiß ich nicht, was wollen wir denn jetzt machen? Wollen wir noch was machen? Ja, keine Ahnung. Für Gameplay sind wir, glaube ich, gerade heute Morgen beide nicht gemacht, oder? Nee, eigentlich nicht so. Nee, insofern. Vor allen Dingen habe ich jetzt meine ersten beiden Glühwein schon intus. Da lässt sich am besten lallen. Da lässt sich lallen. Aber nicht arbeiten. Nein, Leute, wir wollten euch natürlich hiermit dann auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und so weiter wünschen. Das macht sich bei sowas natürlich immer ein bisschen schöner, als wenn wir das jetzt einfach so vom Häuschen hier gemacht hätten, auf dem Hof oder einfach mit einem Hintergrund, ohne im Spiel drin gewesen zu sein. Und so habt ihr nochmal ein bisschen den LS-Content für den Sonntag, den wir euch anders hier jetzt nicht liefern konnten. Also insofern, ja, das ist natürlich dann... Wir sind einfach jetzt gerade halt nur am Quatschen und machen hier nicht wirklich einen Content. Aber das ist ja auch okay. Da lag ein Schwein auf der Erde, dann habe ich nur schnell wieder aufgehoben. Ja, aber damit auch von mir nochmals besinnliche Weihnachten, schöne Restfeiertage, einen guten Rutsch. Kommt gesund, hauptsächlich rein. May all your dreams come true. Und wir sehen uns dann spätestens im nächsten Jahr hier auf dem Land. Oder eventuell im Weltraum. Wir müssen mal schauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und bleibt gesund. Genau, Leute. Und da dann von mir auch nochmal, macht euch schöne Feiertage, macht euch einen schönen Urlaub, wenn ihr den auch habt. Rutscht gut rein, übertreibt es nicht. Und spätestens im nächsten Jahr sehen wir uns wieder mit LS oder mit No Man's Sky. Oder, ja, müssen wir mal gucken. Wir kriegen das schon auf die Kette und... macht euch noch einen schönen Rest des Jahres, kriegt viele Geschenke, genießt die Tage und damit sind wir raus für dieses Jahr. Leute, bleibt gesund, bis dahin und ciao.